Urban Luik, der den Rolando spielt, feiert im zweiten Teil eine Wiederauferstehung als Kommissar Nasal. Sie müssen wissen, ich bin zufällig riesiger Fan dieser großen Filmreihe in 80 Küsten um die Welt. Und Sie sind alles Schauspieler, ja? Sie haben durchaus, Sie auch. Ja, natürlich, ich kenne Sie ja noch aus Teil 1 in Bangkok, mein Gott. Und dann haben Sie alle den Mord beobachtet und deswegen sind Sie auch alle verdächtig, ja, und Zeugen. Also ich finde es ja schrecklich, dass der Teil 3 jetzt nicht zu Ende gedreht werden kann und ich werde diesen Mordfall aufklären. Meine Frau sagt sogar, ich hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hauptdarsteller, also mit meine Ex-Frau sagt das, ja, mit Rolando, aber naja. Ich habe sogar alle Eintrittskarten von diesem Kino-Epos bei mir zu Hause über dem Bett hängen und jetzt wird dieser Teil leider nicht fertiggestellt. Wenn Sie so ein großer Fan sind und auch wollen, dass der Teil fertiggestellt wird, dann könnten wir ihn doch fertigstellen. Ja, Moment, hier liegt ein kriminelles Delikt vor, ja, da können Sie nicht weiterdrehen. Aber Herr Kommissar, warum denn nicht? Wissen Sie, wir drehen fleißig weiter und Sie ermitteln so nebenbei, undercover sozusagen. Also ich weiß wirklich nicht. Also, und Herr Kommissar, aber wenn wir Sie namentlich im Abspann erwähnen würden... Ach, das wird meiner Frau, also meiner Ex-Frau, gefallen. Ich meine, da wäre natürlich... Ja, also wir hätten schon ein neues Double, wenn wir denn den Film fertig drehen dürften. Dürfen wir? Also gut, Sie dürfen. Wirklich? Babsi! Babsi! Ja? Wir dürfen weiterdrehen. Ist das neue Double fertig? Es sieht Rolando zum Verwechseln ähnlich aus. Wir sind fertig. Zeig her! Unglaublich! Also ich spiele seit über 10 Jahren jetzt schon nicht mehr mit. Ich habe es zwar ich habe es eben gegründet vor vielen Jahren, eben 2002, aber bin spielerisch 2004 schon ausgestiegen und bin seitdem nur noch in der Organisation und eigentlich so im Büro tätig. Wie wird es denn am Ende aufgelöst? Also die Zuschauer müssen dann wahrscheinlich ihre Tipps abgeben oder und dann... Also es ist letztendlich so, dass im Moment es gibt eine Tafel, es werden Indizien gesammelt, es werden Beweise gesammelt im Laufe des Stückes, sodass die Gäste eben auch miträtseln können und eben raten können, wer könnte dieser Mörder sein, wer ist der Mörder. Es gibt eben einige Verdächtige. Und die Gäste geben einen Tipp ab und können sozusagen einen wunderbaren Preis dann eben auch gewinnen. Und wenn der Kommissar hinterher richtig ermittelt hat, wird dann eben sozusagen das Unterstützerteam, also ein Tisch im Saal sozusagen belohnt und eben, weil es eben mitgeholfen hat bei dieser Auflösung. Die können einen Preis gewinnen? Die können einen leckeren Preis gewinnen, eine schöne Flasche Champagner. Oh, wie schön. Und das, ja, die wird dann hinterher feierlich überreicht und am Tisch genossen. Für wie viele Leute ist das heute angesetzt? Wir sind in der Regel so zwischen 50 und 150 Personen. Seit wann gibt es denn schon Paternoster? Paternoster gibt es seit 2002 und unser Kriminaldinner haben wir das erste Mal 2005 gespielt. Dieser Name Paternoster, was soll uns der sagen und wem ist der eingefallen? Wem ist der eingefallen? Ehrlich gesagt war ich nicht dabei, auch wenn ich der Gründer des Impro-Theaters bin. Ich war 2 Monate im Ausland, bin wiedergekommen und auf einmal hatten wir den Namen. Das war in unserem Gründungsjahr. Wie er genau entstanden ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Aber er ist eben entstanden aufgrund des Fahrstuhls, nicht aufgrund des Vaterunsers, sondern des Fahrstuhls. Das Impro-Theater, man springt in eine Szene raus, man springt in eine Szene wieder rein. Es ist dieser schnelle Wechsel, diese Interaktion, diese Lebendigkeit. Ein Fahrstuhl ist immer in Bewegung, das Impro-Theater ist immer in Bewegung, rauf, runter, rein, raus. Und daher kam eben so dieses Bild des Paternosters und daher der Name.
Wer gehört alles zum Team? Also wie viele Ensemblemitglieder habt ihr oder sind es freie Schauspieler? Also es sind, wir sind ein Büroteam, da sind wir eben 5 Mitarbeiter, sind fest im Büro und arbeiten eben daran, dass wir eben ja, uns vermarkten, die Organisation machen, ja, es muss einfach, die Abrechnungen müssen gemacht werden, es müssen die Absprachen mit dem Hotel gemacht werden, es müssen diverse Absprachen gemacht werden, das ist eben das Büroteam. Und dann haben wir eben ein Schauspielerteam und das sind eben ungefähr 12 freie Schauspieler. Du musst Rolando, ich meine das Double von Rolando. Rolando, das hätte ich jetzt schon wieder verwechselt mit dem echten Rolando. Oh. Oh. Ach, hätten wir doch von Anfang an zusammengearbeitet. Wir hätten den Film schon fertig. Du kannst ja nicht alles haben, Mensch. Also pass auf, Rolando Schätzchen. Wenn dann hier alles voller Rauch steht und sie um Hilfe schreit, dann wirst du in Zeitlupe auf sie zukommen, sie am Arm aus den Flammen rausziehen, sie sinkt in deine Arme, du trägst sie weg. Du kannst ihr so beruhigende Worte wie schau mir in die Augen kleines zuflüstern oder so und dann küsst ihr euch am Ende. Bis ich sage aus. Ja? Wenn das nicht klappt, haben wir noch ein paar Kussdubels. Aber ich glaube, ihr kriegt das hin. Okay. Wir werden super mal und jetzt brauche ich die Stunts. Die Stunts, mal bitte alle zu mir auf Position, alle Stunt-Leute, in eurer feuerfesten Kleidung. Nehmt da mal Position ein. Genau. Einspielen, einkochen. Genau. Bitte mal alle zu mir rüber. Ja. Gut. Sehr schön. Passt auf. Wenn der Finger explodiert, schreibt die Köchin und dann rennt ihr einmal durchs Bild quer rüber in eurer feuerfesten Kleidung zum Tisch und löscht mit euren Getränken. Gut, wir klären nochmal die Reihenfolge. Explosion! Köchin schreit. Stunts rennen. Rolando rettet. Alles klar? Gut. Borst, du bist bereit? Alles klar. Alles klar. Leute, Konzentration. Sind wir drehfertig? Ja. Kamera? Läuft. Ton? Läuft. Und Action! Ich empfehle die erste. Alles richtig. Ja, genial. Also wir haben uns köstlich amüsiert. Es war wirklich super. Alle haben toll mitgemacht. Wir waren ja involviert in dem Stück und es war super. Also wow, wir waren absolut begeistert. Wie ist es, wenn man mit angesprochen wird, da eine Rolle zu spielen? Also in dem Fall gar nicht merkwürdig, weil ich habe mir gedacht, warum denn nicht? Und als ich draußen im Flur stand und hatte dann das Glitzersakko an, und da dachte ich mir, jetzt ganz oder gar nicht und einfach rein, weil warum denn so stocksteif, muss doch nicht sein. Und das kam mir offensichtlich an und hat Spaß gemacht. Also Sie als Köchin? Ja, also ich war erstmal schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das Publikum, alle haben ja wirklich super mitgemacht und es ist ja wirklich eine ganz nette Atmosphäre, also hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Absolut. Also Wiederholungstäter wahrscheinlich dann. Unbedingt, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Genau. Tja. Unglaublich. Sie sehen so jung und knackig aus wie Rolando im ersten Teil. Also Kompliment. Junger Mann, haben Sie einen Termin bei mir? Hier kann nicht jeder kommen und mir hier die Hand schütteln. Wer sind Sie überhaupt? Stellen Sie sich doch mal vor. Ich bin der ermittelnde Kommissar und weil Sie jetzt die Rolle des Toten haben, sind Sie sehr verdächtig, junger Mann, ja? Oh, Verzeihung, was kann ich für Sie? Das macht überhaupt nichts. Sie könnten jetzt Platz nehmen und sich auf Ihre Rolle vorbereiten. Das tue ich. Wir bieten immer mal wieder Kurse an. Vor allem eben unser Musiker gibt eben auch sehr viele Impro- und Musik, also Kurse. Gerade gesangliche oder eben musikalische Workshops an. Wir bieten aber tatsächlich immer wieder welche an, aber forcieren das nicht wirklich. Wir stehen tatsächlich eher auf der Bühne. Steht aber auf der Internetseite. Ja, wir bieten es auch an. Also wir bieten das auch für Firmen sehr häufig an, dass wir eben, dass Firmen uns buchen, wir zu denen als gehen. Als Teambildungsmaßnahme. Ja, als Teambuilding, das ist ein...
Funktioniert tatsächlich sehr gut. Improvisationstheater, die kommen zusammen. Was macht ihr denn da? Das sind sehr unterschiedliche Übungen und fangen mit einfachen Dingen an, wie ein Klatschkreis. Man gibt einen Impuls einmal im Kreis rum und irgendwann wird er gewechselt. Das sind erstmal Wahrnehmungsübungen. Man fängt mit ganz einfachen, banalen Wahrnehmungsübungen an und geht hinterher in Assoziationsketten. Das heißt, ich sage ein Wort, das Gegenüber sagt ein anderes Wort und daraufhin sagt man wieder ein Wort und. Das heißt, man versucht zu assoziieren und schnell zu werden im Kopf und eben sich aber auch frei zu spielen von dem Gedanken, man muss immer eine Geschichte, man muss immer eine perfekte Idee haben, man muss den Mut haben, man muss erstmal haben, also den Mut haben zu sagen, ich kann auch scheitern, es kann auch mal schlecht werden. Damit, das muss man für sich einfach akzeptieren, dass mal eine Szene nicht funktioniert. Und diesen perfekten Anspruch ist eigentlich so, steht am Anfang, den loszuwerden, damit man befreit aufspielen kann, damit man merkt, wenn es bei einem selber hakt, man ist ja nicht alleine, der andere kann reinkommen, kann wieder Impulse reinbringen. Und das fängt mit wirklich ganz banalen Übungen an, bis man dann vielleicht wirklich mal in ein szenisches Spiel kommt. Und welche Erfahrungen habt ihr da? Wie wird das aufgenommen, beziehungsweise wie erfolgreich seid ihr dann? Also es wird sehr, sehr gut aufgenommen. Die Impro-Workshops für Firmen sind ist ein tolles Erlebnis, gerade wenn eben die Teilnehmer am Anfang noch ein bisschen ängstlich oder dastehen. Nach 10 Minuten sind die dabei und haben es vergessen, dass sie das noch nie gemacht haben, selbst wenn sie sich vorher nicht kannten. Auf einmal ist eine Vertrautheit da in kürzester Zeit, die eine Nähe schafft, bei der man gar nicht denkt, dass es so schnell geht. Und das ist nach kürzester Zeit werden die mutig, interessiert und aktiv. Das ist immer sehr toll zu erleben, wie schnell das geht. Ich bin begeistert.